Unter dem Hashtag Lust auf Handwerk posten junge Leute aus dem Handwerk unterhaltsame Einblicke in ihren Alltag, um dem Nachwuchs zu zeigen, dass Handwerk auch richtig Spaß machen kann. Um sich auch mal im echten Leben kennenzulernen, haben sich einige der Influencer zu einem Treffen in Düsseldorf verabredet. Darunter auch die Malermeisterin Corinna Blunder aus München. Seit gut einem Jahr hat sie ihren eigenen Betrieb und mir verraten, wie ihr Arbeitsalltag so aussieht. Ich tapeziere sehr viel im Moment. Also ich bin auch in München so diejenige, die von größeren Firmen angerufen wird wegen Tapezierarbeiten. Das ist so meine Spezialisierung. Ich gestalte Kinderzimmer, bemale Wände mit Bildern und ich möchte auch so in die Richtung gehen. Ich finde Kinderzimmer einfach trostlos ganz oft und möchte mehr in die Malerei gehen, mehr gestalten mit Farbe, mit Formen, mit Tapeten, mit allem Möglichen. Wie ist jetzt deine Erfahrung? Du bist eine Frau im Handwerk, Handwerk immer noch sehr männerdominiert. Wie sind da deine Erfahrungen als Frau? Stimmt vollkommen. Ich habe auch sehr oft mit Kundschaft zu kämpfen. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, für meinen Ausbilder sehr viel gearbeitet. Und da wird mir ganz oft die Frage gestellt, ob ich denn das kann. Ob ich jetzt das hier ausführen werde. Und ich muss mich beweisen, tatsächlich. Also ich habe da wirklich zu kämpfen. Leute, die direkt auf mich zukommen, für die ist das in Ordnung, aber die suchen sich gezielt eine Frau aus. Bei den anderen ist es eher noch schwierig, würde ich sagen. Es ist einfach ein Männerberuf, es wird uns nicht zugetraut, dass wir anpacken können. Dass ich jetzt mal schnell die Wohnung durchstreiche, das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Was kann man da machen? Einfach selbstbewusst seine Arbeit machen, was anderes bleibt einem nicht übrig. Wie bist du auf die Aktion Lust auf Handwerk gekommen? Über Instagram, also ich verfolge ja sämtliche Gewerke auf Instagram. Ich finde es auch super interessant, auch über andere Gewerke eben mehr zu erfahren, Arbeitsabläufe zu erfahren. Wie machen die das mit der Firmenphilosophie und. Und ich habe jetzt vor einem Vierteljahr mehr mit Instagram angefangen und dann bin ich eben auf diese ganzen Seiten gestoßen. Was gefällt dir daran so gut hier an dieser Aktion Lust auf Handwerk? Ich kenne ja diese ganzen Menschen, die hier sind, nicht. Und ich habe die tatsächlich gestern alle kennengelernt. Und es ist so ein Zusammenhalt, auch übers Internet. Man kann auch Kollegen wegen Arbeitsabläufen fragen, wie machst du das, welches Material verwendest du. Und hier auch, ich habe heute Morgen auch mit einem Kollegen gesprochen. Man spricht hier Menschen an, die man so im Alltag nie treffen würde. Und es ist einfach, weiß ich nicht, es ist einfach schön, neue Leute kennenzulernen und da eben miteinander irgendwie sich, also es ist einfach schön, es macht Spaß und Menschen sind alle super hier, alle offen, freundlich, haben Spaß an ihrem Beruf, vertreten das Handwerk toll, zeigen auch, dass wir nicht irgendwelche Handwerker sind, die nur grimmig sind, sondern es macht Spaß und wir können alle lachen und ja. Was lädst du bei deinem Instagram-Account an Content so hoch? Generell so meine Tagesplanung, oft auch Baustellen. Ich mache immer so Zeitraffer-Videos, damit die Leute die Abläufe sehen, wie das genau funktioniert, wie ein Raum entsteht, wie die Gestaltung entsteht und dann eben schlussendlich das Bild, was entstanden ist und ja, was dann für mich stehen soll. Bei Instagram nennt sich Corinna Blunder übrigens die Malermeisterin. Wer Lust hat, kann ihren Account gerne einmal besuchen.